In diesem Video wird's wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen zu GTA Live, der GTA 5 Real Life Mod. Wir spielen hier das echte Leben nach und Leute, heute haben wir einiges vor. Denn unter anderem werden wir... Hä, was ist das denn? Ich habe eine SMS bekommen. Hallo Candy, wir wissen, wer du bist. Du bist uns positiv aufgefallen. Rechne mit einer Nachricht. Okay. Leute, wer war das denn? War das jemand von euch? Hört auf, mit der SMS zu schreiben. Also Leute, wie gesagt, wir sind hier in der GTA 5 Mod und wir haben einiges vor, denn hier spielen wir das echte Leben nach. Ich bin King Candy, im letzten Video kriminell sogar geworden, haben eine Menge Geld verdient und wir werden uns jetzt erst einmal etwas zu essen kaufen. Schon wieder eine SMS bekommen. Wir benötigen einen neuen Mitarbeiter und du bist gut geeignet. Was wollen der oder die von mir? Wer ist das denn, hä? Naja, Leute, wie gesagt, wir holen uns jetzt erst was zu trinken und zu essen, aber die SMS lassen mich gerade nicht in Ruhe. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Ich wollte mir ein Haus kaufen in diesem Video. Aber Leute, ich denke, wir gehen eher mal der Sache auf die Schliche, wer uns die ganze Zeit schreibt. Alter, was ist für ein krasses Auto hier links. Wir gehen jetzt erstmal der Sache auf den Grund, wer uns hier die ganze Zeit schreibt. Ich habe jetzt zwei Nachrichten bekommen. Zum einen, dass der oder die sehr überzeugt und positiv überrascht von mir selber ist und dass diese Person neue Mitarbeiter braucht, okay? Ich würde sagen, Leute, ich hole mir hier mal was zu essen und zu trinken, denn ich habe auf jeden Fall Hunger und Durst. Was ist das denn? Das ist ein schöner Laden, in den du dort gerade gehst. Hä? Jemand beobachtet mich. Wie kann die Person das wissen? Warte mal. Hey, sie da, stehen geblieben. Haben sie mir gerade geschrieben? Hätte ich's am Handy. Ey, ich weiß, dass du das warst. Warum schreibst du mir, hä? Ach so, vielleicht war die Person das vielleicht doch nicht. Naja, gut. Dann kaufe ich mir jetzt Essen und Trinken. Und wir warten, bis die Leute hier nochmal schreiben. So, ein wenig Brot. Warte mal, ich habe schon wieder ein SMS bekommen. Wenn du Interesse hast, komm in 5 Minuten zum Würfelpark. Leute, wer ist das? 5 Minuten zum Würfelpark? Na gut, okay. Ich kaufe mir jetzt hier mal ein bisschen Brot, 5 Stück. Und auch Paulberger Limo, 5 Stück. Bam, kaufen. So, und jetzt werde ich das hier einmal essen und trinken, Leute. Und dann fahren wir zum Würfelpark und schauen uns an, wer mir da geschrieben hat. Wahrscheinlich ist das nur irgendein anderer YouTuber, der mir hier einen Prank spielt. Und Leute, ich habe ja auch im letzten Video eine Pistole gekauft. Die kann ich euch nochmal zeigen. Wir haben mittlerweile 28 Schuss. So sieht die Waffe aus. Dürfen wir natürlich nicht hier öffentlich zeigen, sonst kommt die Polizei. Aber damit werden wir auch einiges noch anstellen in der Zukunft. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich Sie falsch verdächtigt habe. Ja, möchten Sie eine Paulberger Limo haben? Nee, na gut, okay. Okay, Leute, ich fahre zum Würfelpark und schaue mir an, wer mir die ganze Zeit geschrieben hat. Let's go. Aber ich lasse mich nicht wie bei dem Haus wieder scammen. So, angekommen am Würfelpark. Wo ist denn hier jemand? Ich rufe mal. Hallo, hallo, hört mich jemand? Hallo. Hä, wer schreibt mir denn? Also ich weiß nicht, wer das gewesen ist, Leute, sage ich euch ehrlich. Jetzt habe ich eine SMS bekommen. Vorsichtig, wir sind eine geheime Organisation. Du musst dich der Umgebung anpassen. Was heißt das denn? Wir sind eine geheime Organisation. Warte mal, der da vorne schreibt, ich werde mich der Umgebung mal anpassen. Ich bin natürlich mit meinem Outfit ein bisschen auffällig. Ich setze mich hier mal hin, passe mich der Umgebung an. Ist das vielleicht der Herr hier vorne gewesen? War der das vielleicht? Naja, Leute, ich denke nicht. Also, wir sind eine geheime Organisation. Wahrscheinlich auf den Dächern oder so. Alter, aber wer könnte das sein? Vielleicht das FBI oder wer schreibt mir denn? Oh, ich habe eine Nachricht bekommen, um es kurz zu machen. Wir sind die Hitmans und wir haben ein Jobangebot für dich. Was? Leute, die Hitmans haben mir geschrieben. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch sogar noch vor ein paar Episoden gesagt. Wenn ihr natürlich eine Folge von GTA Live verpasst habt, könnt ihr meine Playlist abchecken. Aber Leute, die Hitmans haben ein Jobangebot für mich. Wie krass ist das denn? Ja, gerne. Ich bin dabei. Wo soll ich hingehen? Alter, Leute, ich als Hitman, stellt euch das mal vor. Schwarzer Anzug, immer ein Aktenkoffer dabei, ein krasses Auto, krasser Unterschlupf und richtig viel Geld. Boom, werde ich hier die Leute für Geld erledigen. Wie krass wäre das denn? Aber Leute, was soll ich jetzt machen? Neue SMS. Wenn du das Angebot annehmen willst, komme mit $10.000 zu dem Standort, gesendet per GPS. Ich habe jetzt einen Standort aufs Handy bekommen, aber warte mal, warte. Leute, nein, Moment. Wisst ihr noch, beim letzten Mal, als ich irgendwo mit Geld hinkommen sollte, da sollte ich das Geld in den Mülleimer legen und dann wurde mir das geklaut. Da habe ich $15.000 verloren. Also bevor ich hier Geld irgendwo hinlege, werde ich das erstmal checken, ob das alles real ist. Und Leute, ob das real ist, erfahrt ihr, wenn
ihr bis zum Ende des Videos dranbleibt, denn vielleicht werde ich in diesem Video ein Hitman. Wie krass wäre das denn? Ich würde sagen, wir fahren zu dem Standort und dann werde ich das Ganze einmal abchecken. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch keine Markierung auf der Karte bekommen, sondern nur auf der, also auf der Karte habe ich eine Stecknadel bekommen, aber kein GPS. Also ganz komisch. Ich sehe jetzt auf der Karte nicht, wo ich langfahren soll. So wollte ich es erklären. Leute, ich fahre jetzt da einmal hin. Das müsste jetzt hier vor uns sein. Ich habe schon mal auf der Karte geguckt. Das ist so eine verlassene Firma, verlassene Fabrik ist das, nämlich da vorne. Ich werde jetzt erstmal mit einem Fernglas rüber gucken, wie ein guter Hitman das auch machen würde. Denn Leute, ich sage euch ehrlich, ich wäre der perfekte Hitman, wäre sehr vorsichtig, würde mich niemals erwischen lassen und immer vorher alles mit einem Fernglas auschecken. Hier ist der Standort. Dort soll ich hingehen mit $10.000. Und ich bin gespannt, ob ich abgezogen werde. Da vorne fährt jemand ein Motorrad. Aber ansonsten sieht es nicht so aus, als wenn hier irgendetwas wäre. Ah, warte mal, doch. Da steht ein Motorrad vor der Fabrik, okay? Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir fahren zur Fabrik mit $10.000 und schauen, ob wir Hitman werden. Let's go. Denn so ganz vertrauenswürdig sieht die Fabrik nicht aus. Ich meine, guckt euch das mal an, wie es hier aussieht. Das ist so eine verlassene Fabrik hier. Hier sind auch Autos, Motorrad und ein Auto ist hier. Ich würde sagen, wir parken unauffällig. Wir müssen uns natürlich immer der Umgebung anpassen und werden jetzt noch mal eine Paulberger Limo trinken, damit das unauffällig aussieht. So, lecker, lecker, lecker. Paulberger Limo. Und jetzt gehen wir rein und werden Hitman. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es klappt. So, vorsichtig werden wir uns jetzt hier reinschleichen. Also, Leute, okay, okay, okay. Wir gehen mal nach oben. Das ist halt eine verlassene Fabrik. Ich höre mal, ob ich jemanden hören kann. Sieht nicht so aus. Nee. Hier ist alles sehr, sehr ruhig. Wir gehen hier mal vorsichtig um die Ecken rüber. Bam, das passt. Oder was ist das denn hier? Hier ist ein alter Fernseher, ein Klemmbrett und eine Pizzaschachtel. Und hier kann ich anscheinend etwas machen. Ich würde sagen, ich drücke hier einfach mal E und gucke, was passiert. Bam, ich habe es gedrückt. Oben rechts wurde mit $10.000 abgezogen. Sehr gut. Du hast deine Gebühr bezahlt. Nun rüste dich aus und dein erster Auftrag beginnt. Eine Klammer auf. Was soll das denn heißen? Leute, ich soll mich ausrüsten. Also ich habe jetzt Geld bezahlt. Und das sieht schon mal hier mit den ganzen Walkie-Talkies, sieht schon sehr offiziell aus, muss ich euch leider sagen. Ich glaube, ich wurde nicht abgezogen. Ich bin vielleicht sogar Teil der Hitmans. Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, ob du ein festes Mitglied wirst. Wird sich nach deinem ersten Auftrag entscheiden. Okay, Leute, seid gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde meinen ersten Auftrag heute noch erledigen. Und das heißt, wir sollen uns ausrüsten. Und unter Ausrüstung verstehe ich zum Beispiel, eine Waffe haben wir. Ein Outfit haben wir nicht. Ein neues Auto, was undercover ist und keiner erkennt, haben wir auch nicht. Denn, Leute, ich habe hier mein Auto, wie ihr wisst, schon 100-mal hier auf Instagram gepostet. Nämlich könnt ihr es hier sehen. Bam, ist schon mehrmals hier online gewesen. Und einen Unterschlupf. Ich brauche ein Haus oder einen Unterschlupf, in dem ich immer spawne, wo ich meine ganzen Sachen habe und wo ich mich zur Not vor der Polizei verstecken kann. Das alles werde ich jetzt noch besorgen. Das heißt, es wird ein vollgepacktes, spannendes Video. Und wir fangen an, indem ich jetzt erst einmal ins Hauptquartier der Hitmans fahre, wo ich Aufträge annehmen kann, denn diesen Ort habe ich gerade bekommen. Denn anscheinend befindet sich das Ganze hier im Hafengebiet. Na gut, Leute, also hier wird auch viel gearbeitet. Hier sind viele Menschen. Da fällt es nicht so auf, wenn man hier so ein kleines Büro hat oder hier so einen Anhänger, wo man Aufträge annehmen kann. Ich muss jetzt hier links parken, ja. Und hier vor mir im Gebäude soll das Ganze sein. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Wir laufen mal rein. Das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nicht mal so gefährlich oder luxuriös aus. Wo geht es denn hier rein? Hier sind Bürogebäude. Hier ist es aber nicht, Leute. Nämlich müssen wir reingehen. Hier geht es rein, sehr gut. Und dann müssen wir einmal nach oben gehen und dann sind wir eigentlich schon da. Dort soll ich Aufträge annehmen können. Das heißt natürlich, wenn ich meine Ausrüstung habe. Wir schauen uns das Ganze nur an und kommen später wieder, um den ersten Auftrag anzunehmen. So, okay, Tür auf, aufpassen. Oh mein Gott, das sieht hier ein bisschen gefährlich aus und auch gruselig, muss ich euch ehrlich sagen. Hier ist abgeschlossen, okay. Wir schauen mal hier vor. Ah, da ist wieder dieses Symbol. Das ist anscheinend das Symbol von den Hitmans und hier sind sogar die Computer an. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Naja gut, ich würde sagen, wir schauen hier mal rein. Denn wenn ich jetzt hier E drücke, sehen wir verschiedene Aufträge. Beispielsweise sehe ich jetzt hier den Ort La Mesa. Das ist, ich weiß wo, das ist in der Nähe vom Krankenhaus. Und dafür bekomme ich $2.800. Aber wenn ich jetzt hier auf Take Job drücke, ich drücke gerade, dann geht es noch nicht, weil ich meine Ausrüstung nicht habe. Das bedeutet, wir fangen jetzt an mit der Ausrüstung. Und wir beginnen natürlich bei dem offensichtlichsten, dem Outfit. Und das kann ich mir jetzt hier holen. Natürlich müssen Hitmänner immer krass gekleidet sein, unauffällig vor allen Dingen. Und da passt mein Rainbow nicht so ganz
rein. Ich werde vielleicht versuchen, eine Rainbow-Sache mit dabei zu behalten, aber ich werde meine Klamotten immer in den Kofferraum packen. Das bedeutet, ich kann hin und her switchen zwischen meinem normalen Outfit und der Hitman-Kleidung. Man kann hier bei GTA Live Kleidung in den Kofferraum packen. Wie sieht's denn hier aus? Bauen die hier gerade um? Naja gut, Leute, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt einmal um. Und so sieht das Ganze aus. Ich muss mich natürlich beeilen, denn ich habe nur eine Stunde Spielzeit pro Tag. Und Leute, ich werde natürlich im normalen Fall werde ich meine Maske abnehmen. Einmal hier, bam, Maske ab. Die Handschuhe auch einmal wechseln. So, zack. Und dann sind wir auch undercover unterwegs. So laufe ich als Hitman rum. Das ist mein Hitman-Outfit. Natürlich die Schutzweste auch noch ausziehen. So, wir sind hier ein sehr eleganter Hitman. Also Thema Kleidung haben wir erledigt. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen ein neues, unauffälliges Auto. Autos sind natürlich sehr, sehr teuer. Wir müssen uns jetzt einfach mal umschauen, was wir uns hier leisten können. Ansonsten werde ich hier mein jetziges Auto verkaufen, um eine Nummer größer kaufen zu können. Man kriegt nämlich, wenn man ein Auto zurückverkauft, die Hälfte vom Kaufpreis wieder. Wir schauen mal rein, was es so gibt. Ja, also den Fiesta haben wir aktuell. Man kann ihn auch in Undercover umtunen. Das würde notfalls auch gehen. Was haben wir hier für $35.000? Haben wir einen Smart, muss ich sagen, passt nicht so gut. Dann haben wir hier noch andere Autos für 22.000. Was haben wir hier? Ein Golf, okay. Ist eigentlich ganz okay, das Auto. Und dann fängt es schon wieder an mit den teuren Autos hier. 150.000 und mehr. Das kriegen wir natürlich auch irgendwo. Oh mein Gott, Leute. Das wäre das perfekte Hitman-Auto. Wir machen eine Probefahrt. Leute, wenn das Auto schwarz lackiert wäre, das wäre komplett das perfekte Hitman-Auto. Ich würde sagen, wir sparen jetzt, bis wir 150.000 haben und werden uns dieses Auto als Hitman-Auto kaufen. Bis dahin müssen wir aber meinen Ford Fiesta einmal umtunen, damit der Hitman-mäßig passt. Deswegen gehen wir jetzt hier einmal zum Auto und fahren zum Schrottplatz. Dort können wir das Auto tunen. Dann kommt der erste Unterschlupf und dann werden wir den ersten Auftrag erledigen, denn ich bin ein Hitman. Ich bin jetzt fast... Warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Bevor du deinen ersten Auftrag erledigen kannst, gibt es noch etwas. Was soll das heißen? Was gibt's denn noch? Denn ich bin jetzt angekommen hier beim Schrottplatz. Ich werde mein Auto du musst die Sterne loswerden und mindestens 5 Polizisten erledigen. Was denn für Sterne? Ich habe 3 Sterne! Und ich muss 5 Polizisten erledigen? Was ist denn das für ein Auftrag? Oh mein Gott, Leute, soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Ich soll jetzt hier die Sterne loswerden. 3 Stück und 5 Polizisten erledigen. Okay, also ich sage euch ehrlich, ich will unbedingt Hitman werden. Ihr habt mir alle in die Kommentare auch geschrieben, dass ich Hitman werden soll. Und deswegen sage ich euch ehrlich, werde ich das machen. Ich warte auf Polizei. Und dann werden wir 5 erledigen. Da oben ist schon mal ein Helikopter. Und ich als erfahrener Hitman kann natürlich mit meiner kleinen Pistole den Helikopterpiloten rausschießen. Das zeige ich euch einmal. So, hier, ihr Polizisten. Nimmt das. Einen erledigt. Wir haben schon mal den ersten erledigt. Da fällt er runter. Bam, bam, bam. Nimmt das. Ich habe nicht mehr viel Munition. Wir müssen gleich Munition kaufen. 2 haben wir erledigt. Der Helikopter dreht ab. Ich habe nur noch 7 Schuss. Wir haben bisher 2 Polizisten erledigt. 3, 4. Oh mein Gott, aua, aua, aua. Wir haben 4 Polizisten erledigt, sind aber stark getroffen. Oh, jetzt geht's los. Die Hitman-Power wird aktiviert. Ich werde jetzt hier alle erledigen. Wir haben 4 Polizisten schon erledigt. 5. Okay, wir haben 5 erledigt. Jetzt müssen wir die nur noch loswerden. Ich muss aufpassen, dass jetzt hier keiner zu mir rüberläuft. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen mehr erledigt. Da ist Polizei in der Luft. Oh, oh, wir müssen schnell abhauen. Oh, 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 schnell weg hier. Vorsicht, Vorsicht. Oh, aber ich hab's geschafft. Ich habe 5 Polizisten erledigt. Mehr sogar. Und jetzt muss ich nur noch die Sterne loswerden. Mir wurde sogar geschrieben, werde die Sterne los. Okay, das machen wir. Ist hier vielleicht ein Flugzeug im Hangar? Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, ja, hier ist echt... Hör, hier ist gerade jemand ausgestiegen. Wo ist der hin? Da war gerade noch jemand. Oder habe ich mich vielleicht verguckt? Naja, auf jeden Fall ist hier ein Flugzeug. Das heißt, wenn wir die 3 Sterne loswerden wollen, müssen wir jetzt hier schnell abheben. Oh mein Gott. Leute, gleich werde ich mein Auto umfärben. Dann werden wir noch ein Haus kaufen. Beziehungsweise einen Unterschlupf suchen, wo wir dann einfach aktiv sind. Und dann werden wir den ersten Auftrag annehmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Wir hauen jetzt vor der Polizei ab. 3 Sterne muss ich hier loswerden. Oh, ich kann noch nicht abheben. Ich bin nicht schnell genug. Da vorne kommt schon Polizei. Hey, Vorsicht, weg hier. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, Helikopter ist auch hinter mir. Kann ich hier rausschießen? Nein, kann ich nicht. Wir müssen irgendwie abhauen. Das ist ein Wasserflugzeug. Das bedeutet, wir können eigentlich hier auf dem Wasser landen und dann warten, bis die Sterne weg sind. Das ist eine gute Taktik. Wir haben schon 33 Minuten nur noch über. Das bedeutet, 27 Minuten schon gespielt. Die Hälfte meiner Spielzeit ist aufgebraucht und wir sind noch lange nicht am Ziel. Das heißt, ich lande jetzt hier einfach mal
Und dann, ihr seht es schon unten links auf der Karte, so können wir die Polizei easy abhängen. Es sei denn natürlich, die kommen mit Booten an. Zwei Sterne sind es nur noch. Zwei Sterne nur noch. Sehr gut. Und wir hängen die Polizei weiter ab. Ich kann hier sogar aussteigen. Dann sparen wir sogar ein bisschen Benzin. Und ich sag euch ehrlich, stehen bleiben! Das Flugzeug werden wir auf jeden Fall behalten. Also wo auch immer wir unseren Unterschlupf hin platzieren, wir werden dieses Flugzeug dorthin stellen. Denn das gehört jetzt einfach mal, sage ich mal so, mir. Das habe ich jetzt abgezogen. So, das ist Teil unserer Hitman-Ausrüstung. Das erste Flugzeug. Und jetzt warte ich, bis die Sterne weg sind. Ein paar Minuten später sind die Sterne weg und wir sind bereit, wieder abzuheben. Und okay, wir heben ab. Jetzt werde ich mein Auto wieder abholen und dann das Ganze umfärben, Haus holen. Ihr wisst, wie der Plan ist. Und dann holen wir den ersten Auftrag an Land. So, vorsichtig, ich darf nicht zu tief fliegen. Dann kann auch die Polizei kommen. Ich werde jetzt hier eine Landung machen. Vor meinem alten Auto das Flugzeug natürlich wieder abstellen. Wir wissen jetzt, wo es ist. Und wenn wir immer, wenn wir mal ein Flugzeug brauchen, werden wir hier zum Hangar gehen und das Flugzeug ausparken. So, und gute Landung. Ich hole mein Auto. Denn jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich das Tuning von meinem Auto. Jetzt ist es ja ein sehr auffälliges Auto, was jeder schon gesehen hat auf Instagram. Deswegen werden wir das Ganze jetzt ein wenig unauffälliger tunen. Ich habe 4000 Dollar dabei, das reicht. Denn wir machen erst einmal die Reparatur. Wir werden das Fahrzeug hier reparieren. So, dafür muss ich einmal einen Werkzeugkasten hier vorne mitnehmen. So, den nehmen wir hier einmal. Oder auch nur hier diesen Schraubenschlüssel, der reicht schon. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Tuning hier findet. Man muss wirklich hier hinlaufen, weil es ja die Real-Life-Mod ist und sehr realistisch. Und die Sachen einzeln tunen, das haben wir erledigt. Jetzt kommen wir zur Farbe. Nämlich brauchen wir hier Farben. Und wir nehmen, ja, einfach eine schwarze Farbe, würde ich sagen. Hier, so, bam. Einfach dunkel. Geht das vielleicht noch in einer anderen Farbe? Nee, Carbon auch interessant. Nee, wir nehmen jetzt hier einfach nur normales Schwarz, damit wir nicht auffallen mit dem Auto. Bam, jetzt muss ich hier die Sprühdose holen. Einmal hier, danke. Und jetzt ab zum Auto. Und jetzt sehen wir das Auto in der neuen Farbe. Und boom, let's go. Was können wir noch ändern? Vielleicht ist es ja schon auch eine Leistungssteigerung zu holen. Steigerung. Nämlich hier einen Motor. 20.000. Nee, nee. Leute, dann sage ich euch ehrlich, sparen wir lieber auf den Audi RS7, den wir gesehen haben, für 150.000. Denn das Geld haben wir natürlich schnell zusammen als Hitman. Es gibt auch spezielle Aufträge, wo man zum Beispiel einen Präsidenten erledigen muss und kriegt 50.000 Dollar auf einmal. Aber Leute, ich würde sagen, wir fahren zurück in die Stadt und suchen einen Unterschlupf. Bevor ich mir ein neues Haus hole... Warte mal, was hat jetzt geschrieben? Falls du einen Unterschlupf suchst, wir haben da etwas für dich. Hä? Ich wollte doch gerade echt einen Unterschlupf suchen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir tanken jetzt einmal das Auto. Das hatte ich gerade vor und dann werde ich mir den Unterschlupf von den Hitmans angucken. Wir senden dir den Unterschlupf per GPS. Habe ich gerade als SMS bekommen. Jetzt tune ich mein Auto und ich sage euch ehrlich, ich bin jetzt schon eine Woche oder länger bei GTA Live, der GTA 5 Real Life Mod. Und ich muss euch sagen, es macht so Spaß, weil es so realistisch ist. Ich muss hier einfach mein Auto tanken. Ich muss hier mal was essen, hier mal ein Brot essen oder einen Burger hier lecker. Paulberger Limo hinterher trinken, bam. Und das ist einfach realistisch. Und ich habe auch viel in den Kommentaren gelesen, wie sehr ihr das feiert, weil ihr seid live mit dabei. Wie wir unsere Karrieren hier aufbauen, wie wir reicher werden, mehr und mehr bekommen und auch Sachen verlieren. Die Stories entwickeln sich alles drum und dran und das freut mich natürlich. Aber Leute, wir fahren jetzt zum neuen Unterschlupf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es da gibt. Wir sind jetzt fast da. Es ist schon mal eine interessante Gegend. Wir steigen hier mal aus und beobachten mal, was wir hier als Nachbarn haben. Denn hier im Umkreis soll der neue Unterschlupf sein, nämlich sehr, sehr versteckt auch. Wir haben hier vorne die Vagos, hier so ein Ganggebiet, okay. Wir haben hier aber auch die Grove Street da drüben. Wir haben ein Stadion, das bedeutet, hier sind sehr, sehr viele Autos und Menschen. Und dadurch ist es einfacher für uns, unter die Menge zu tauchen und nicht aufzufallen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einmal rechts rein. Hier soll der Unterschlupf nämlich sein, der Eingang ist schon mal sehr unauffällig. Wir lassen den Mann hier mal vorbeigehen. Ja, auf Wiedersehen. Wir müssen hier reinfahren. Hier ist so eine Ölpumpe, okay. Keine Ahnung, warum das hier ist. Dann sollen wir hier durchfahren, durch den Tunnel. Und hier vorne soll der Unterschlupf sein. Dieses Gebäude hier links. Alter, das ist ja richtig runtergekommen. Vielleicht ist es ja von innen ein wenig krasser. Irgendwann, Leute, werde ich im 100. Stock vom Maze Bank Tower in meiner Multimillion-Dollar-Villa sein und von da aus die Aufträge annehmen. Aber aktuell ist es einfach nicht so, denn wir haben 4.000 Dollar auf der Hand, 19.000 auf der Bank. Wir sind keine Millionäre, aber das kann sich im Laufe der Zeit ändern. Rausfinden könnt ihr das aber nur, indem ihr jedes
Video schaut. Deswegen lasst ein Abo da. Hier soll jetzt mein neuer Unterschlupf sein. Leute, das ist ein historischer Moment. Mein neuer Unterschlupf. Von dort aus werden die Videos anfangen. Ich werde Aufträge annehmen, beziehungsweise mich hier ausrüsten. Wir gehen rein. Natürlich aufpassen. Munition muss ich gleich noch kaufen. So, hallo, raus aus meinem Unterschlupf. Was ist das denn hier? Das ist ja voll billig hier. Aber es ist unauffällig. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ich meine, es ist okay. Es ist wirklich in Ordnung. Hier hinten auf den Stuhl, da kann ich mich raufsetzen. Ja, und dann sitze ich halt hier und warte, bis ein Auftrag reinkommt. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich sage euch ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr einen Unterschlupf? Er ist auf jeden Fall versteckt. Wenn also Polizei kommt, kann ich hier echt gut abhauen und mich verstecken. Ich würde aber sagen, Leute, Unterschlupf haben wir, Klamotten haben wir, Auto haben wir. Jetzt muss ich mir nur noch Munition kaufen und dann kann es losgehen und der erste Auftrag beginnt. Denn um Munition zu kaufen, muss ich einfach nur hier zum Waffenladen gehen. Wir parken jetzt hier mal unauffällig. Einfach hier, zack, so. Und jetzt gehen wir rein, denn ich habe nur 2 Schuss in meiner Pistole. Wir haben auch nur noch 14 Minuten Spielzeit über. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall beeilen. So, wir gehen hier mal rein. Hallo, guten Tag. Hier steht es auch direkt sehr, sehr auffällig. Munition kaufen, okay, dann Und jetzt habe ich 100 Schuss erhalten, das heißt, wir können nachladen. Wir gehen jetzt sogar hier einmal zum Schießstand, denn $100 für 100 Schuss ist völlig fair, Leute. Das ist absolut nicht viel. Und hier, bam, 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 könnte man Schießen üben. Aber wir üben jetzt Schießen, indem wir den ersten Auftrag machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Flauschi läuft hier auch irgendwo rum. Ich hatte sie vorhin mit einem Taxi noch gesehen, habe ich vergessen, euch zu sagen. Hier hinten habe ich geparkt, ist ganz unauffällig. Ich würde sogar sagen, dass ich sogar meine Haare einmal zumache, während ich als Hitman unterwegs bin, dann erkennt man mich noch weniger, denn natürlich meine strubbeligen Haare erkennt man sonst auf 100 Meter. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Hauptquartier der Hitmans. Denn wir werden jetzt unseren ersten Hitman-Auftrag annehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt und das ist ja auch eine Challenge. Ich darf nur Hitman bleiben, wenn der erste Auftrag richtig klappt. Das bedeutet, ab jetzt werde ich die Rolle des Hitman einnehmen. Mein Name ist Agent Candy und ich werde alle erledigen, wenn der Preis stimmt. So, moin Leute, hier ist King Candy. Keiner da. Wir schauen nach. Was ist unser erster Auftrag? So, Leute, wir können nämlich hier La Mesa. Da weiß ich nämlich direkt, wo das ist. Für $2.800. Wahrscheinlich ein schwerer Auftrag. Oder, Leute, wir machen einen einfacheren Auftrag. Nämlich hier den oberen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den einfacheren. Es hat geklappt. Fahre zu Chamberlain Hills. Lass mich wissen, wenn du ankommst. Okay, Leute, ich schaue auf der Karte. Wo ist das Ganze? Aha, oha, okay, okay, gut. Ich fahre dorthin. Ich muss mich beeilen. Ich habe nur noch 8 Minuten Spielzeit. Wir sind jetzt fast da. Ich habe ein bisschen gebraucht, um den Ort zu finden, aber vor uns ist auf jeden Fall schon mal der Ort. Wir bekommen jetzt eine Beschreibung, wie die Person aussieht. Jetzt passt auf, denn ihr müsst mir dabei helfen. Also, ich bin da. Candy am Hauptquartier. Ich bin vor Ort. Wie sieht die Zielperson aus? Okay, ich habe jetzt hier eine Info bekommen. Mann mit Muskeln trägt normalerweise kein Hemd, also oberkörperfrei. Das Ziel wurde zuletzt in der Nähe von Forum Drive gesehen. Okay, Forum Drive. Jetzt müsste ich überlegen, meine GTA-Kenntnis ist, glaube ich, hier links rum ist der Forum Drive. Und die Person soll anscheinend viele Muskeln haben und kein Oberteil. Leute, ich werde die Person suchen und dann geht's los. Dann werde ich meinen ersten Auftrag erledigen. Okay, Leute, ich habe die Person gesichtet und zwar ist das hier vorne so ein Muskelmann. Aber schaut mal, der hat eine Security dabei. Dem läuft die ganze Zeit so ein richtig krasser Typ hinterher mit Schutzweste von Meriwether, glaube ich. Und das könnte ein Problem werden. Ich werde mich jetzt mal leicht nähern. Hier ist nämlich mein erstes Ziel. Ich muss diesen Typen erledigen und habe den Auftrag für die Hitmans dann geschafft. Ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt hier mal vom Dach runtergehen. Ich habe meine Pistole natürlich dabei und wir werden die Person jetzt komplett erledigen. Oh mein Gott, Leute, mein erster Hitman-Auftrag. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es. Also, wir steigen ein, fahren direkt rüber und werden ihn platt machen. Ich werde gar nicht lange überlegen, Leute. Gar nicht lange reden. Bam, direkt rauf und ihn fertig machen. Nämlich hat er ja aber auch so einen Security dabei. Den müssen wir dann auch ausschalten. Aber ich als erfahrener Hitman kann das natürlich easy machen. Ich passe mich der Umgebung an, fahre hier unauffällig vorbei und schau mir nochmal an, wo er lang geht. Geht er jetzt gleich links rum oder nicht? Ich tue jetzt so, als will ich hier links abbiegen. So, ich will hier einmal... was ist denn jetzt los? Hallo? Hey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wie soll ich denn jetzt meinen Auftrag schaffen? Och, Mann, Leute, meine Spielzeit bei GTA Live ist um. Das heißt, ich muss es morgen erledigen.
Naja gut, Leute, dann werde ich den Auftrag morgen erledigen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und morgen werde ich meinen ersten Auftrag machen und viel Geld verdienen. Das war's gewesen mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao mit Au!